Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit den Unterkünften der Kraniche. Vielleicht sollten wir einfach mal den Boden rausnehmen, dann wirkt das vielleicht schon ein bisschen besser. Wir gucken mal ganz kurz nach. Ja, schon ein klein bisschen besser. Sieht aus wie so ein Carport. Ich weiß ja nicht. Irgendwie, naja. In der letzten Folge sah das noch gut aus. In dieser Folge denke ich mir so, na, was habe ich mir denn dabei gedacht? So pralle sieht das Ganze jetzt aber nicht aus. Okay, folgende Situation. Ich würde gerne mal ausprobieren, wie das wirkt, wenn wir das hier hinsetzen. Also jetzt nicht für die Kraniche, sondern halt, da ist die Vorderseite, sondern halt für die Wasserbüffel, die wilden Wasserbüffel natürlich. Und da gucken wir mal, wie das Ganze hier wirkt, wenn wir das jetzt hier so ein bisschen, warte mal, wir müssen jetzt mal die Höhe gucken, ne? Wir haben eigentlich 3 Meter haben wir. Ja, gut, das müsste ja theoretisch reichen. Also normalerweise müsste sowas von reichen. So, pass auf, jetzt setzen wir diese beiden Elemente ganz nach links. Soweit kann ich nicht. Okay, bis hier auf jeden Fall. So, und die kopieren wir uns jetzt auch mal rüber. 1, 2, sehr schön. Dann die hier. Wie machen wir das denn hier oben? Da oben, wenn wir das kopieren, sieht auf jeden Fall nicht gut aus, glaube ich. Nee, auf gar keinen Fall. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Reetdach. So, was haben wir denn an Reetdächern? Flach. Also die man hier so durchziehen könnte. Gucken wir mal ganz kurz. Was haben wir denn da zur Verfügung? Dieses hier eventuell. Aber es hat eine andere Farbe. Fällt mir gerade so auf. Aber das würde gehen. Dann lass das mal ausprobieren. So, warte. Ist das jetzt richtig? Ich denke, ich hoffe, ich tippe. Warte mal, oder richten wir das hier nach aus? Genau, wir richten das hier nach aus. Sagen dann einmal ein bisschen drehen. Ja, und dann setzen wir das nämlich hier hin. So, ja, wunderschön. Okay, wir müssen dann auf jeden Fall noch ein bisschen nach hinten ziehen. Da zieht es ein bisschen, sehe ich jetzt gerade auch, ja. Okay, wie weit können wir das nach hinten ziehen? Hey, kommt da gar nichts? Okay. Gut zu wissen. So, dann würde ich sagen, machen wir das bis hier vielleicht. Ich bin da nicht so. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie weit ich da ziehen kann. So, ne? Weiter geht aber auch nicht. Und dann haben wir hier vorne aber wieder das Problem. Ja, das sieht nicht wie gewollt aus. Das sieht gar nicht. Guck dir mal, pass auf, folgende Situation. Also, ne, Ausgangslage. Die Unterkünfte hier, babamäßig. Gucken wir mal hier. Ne, hier. da war ja gar keine Unterkunft. Hier, sehr geil. Okay, alles Höhlen. Pass auf, jetzt denkst du ja, das sind ja nur alles Höhlen. Ja, hast du recht, aber hier haben wir mal eben einen Palast gebaut. Ne? Dann haben wir hier so einen Tempel. Also, ey, warte mal. Haben die Straußes es? Doch, die haben auch eine Unterkunft. Hier. Das heißt, oh, mir fällt gerade was auf. Wir haben hier keine geschlossenen Räume. Sprich, wir können ja hier theoretisch gesehen, warte mal, gucken wir mal ganz kurz, was haben wir denn hier? Rundholz. So, da haben wir doch Rundhölzer, ne? So, setzen wir mal, machen wir die 4-Meter-Elemente, sagen wir auf die Höhe. Vielleicht wirkt das besser. Wäre natürlich sensationell. So, gucken wir mal. Noch ein bisschen runter. Ja, sehr schön. Okay, das hätte ich jetzt nicht platzieren sollen. Das ist mir gerade bewusst geworden. So, dann ziehen wir das einmal hier hin. Das einmal hier hin. Vielleicht wirkt das besser. Vielleicht sieht das wesentlich besser aus. Müssen wir mal gucken. Oh. Ja, so aber nicht. Warte, wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Reetdach. Oder? Ja, Reetdach. Komm, Reetdach. Wir könnten eigentlich auch hier das Ganze im Play-Modus machen. So, Reetdach. Da wollte ich... Ich bin immer noch nicht so ganz abgeneigt von dem Ding hier, ne? Was hat denn uns da abgeschreckt? Was war das nochmal? Was war hier nochmal nicht so richtig? Weil das Holz passt ja. Wieso haben wir das nicht genommen? Kann mir das einer mal erklären? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, pass auf.
Yo, klackert doch mal ganz kurz leise, ja? Ich meine, der Sound ist ja cool und so und alles schön und toll und prima, aber könntet ihr mal ganz kurz warten? Das wäre sehr nett. Danke. So, warte mal, dann haben wir den jetzt hier drin. Nee, haben wir noch nicht. Oh, warte, lass den mal ein bisschen... lass den mal ein bisschen drehen. Nur ein klein bisschen. Ich würde sagen... warte. Wie machen wir das jetzt am besten? So, noch ein bisschen. Ein bisschen zurück. Noch ein bisschen wieder zurück. Ein bisschen. Ja, ungefähr, ne? Dann können wir das besser ausrichten. So. Wie sieht das hier aus? Also. Müssen wir ein bisschen höher, ne? Oder das Dach ein bisschen tiefer. Das ist ja auch noch eine Option. Machen wir lieber ein bisschen tiefer. So, dann nochmal. Ich habe mich gerade verschluckt. Moment. Ich sterbe gerade, aber ist egal. Ich baue das jetzt zu Ende. Kostet, was es wolle. Nee, pass auf, wir machen das anders. Wir machen das anders. So, da war der Verschlucker. Wir ziehen das hier hin. Hier in die Mitte. Ja. So in die Mitte und dann noch ein bisschen rein. So ungefähr. Ja, okay. So, das Gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Sprich, wir kopieren uns das einmal rüber. So. Ausrichtungstechnisch ist das auch gut. Dann kopieren wir uns die beiden auch einmal. Sagen wir bis hier. Ist das ungefähr derselbe Abstand? Ja, könnte passen. Okay, pass auf, jetzt fügen wir, machen wir daraus ein Gebäude. Moment, ein Gebäude. Also, mir gefällt das jetzt schon ein bisschen besser tatsächlich. Gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser. Ich kann da nicht für. Oder nehmen wir das halt. Oh, ist so schwierig immer, ne? Warte mal, wenn wir jetzt das Reetdach nehmen, was wir vorher hatten. Das hier. So, wenn wir das jetzt nehmen. Weil das haben wir ja auch am Haus, ne? So, dann nehmen wir das hier weg. Das war jetzt suboptimal, wie ich das gemacht habe. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz wieder runter. So. Okay, jetzt ist das ein Gebäude. Dann ziehen wir das mal auf die Höhe. So. Jetzt gucken wir mal, wo das ausgerichtet ist. Okay, das ist ja noch nicht pralle. Geil. Der Pfeil ist jetzt natürlich unten, ne? Ah, sehr schön. Da habe ich mir den gewünscht. Ja, da müssen wir einmal kurz durchglitschen. Geht nicht anders. Oder wir ziehen das einmal ganz kurz hoch. So. Ein bisschen höher. Wir lassen nochmal ganz kurz fliegen, ne? Hier. Guck mal, wir lassen einen fliegen. So. Ja, da ist der Fall doch schon viel besser. So, und wir glitschen nicht durch. Sehr schön. Wo setzen wir den hin? Hier auf die Kante. Hier in die Mitte. Gucken wir. Das sieht gut aus. Okay, pass auf, dann machen wir den hier wieder weg. Wieso ist der denn jetzt da hingesprungen? So, nächste. Den ziehen wir auch hier hin. So. Und so müsste das sein, ne? Ja, 1A. Okay, sehr schön. Dann machen wir die hier mal wieder weg. Dann kopieren wir uns die einmal rüber. So, mal schauen. So, ne? Sehr schön. Okay, jetzt lassen wir das wieder runter, weil sonst kriegen wir nachher, weiß nicht, Besuch von den Men in Black. Weißt du, wegen
komischen Aktivitäten hier im Zoo. So. Obwohl, wenn die mit dem, wie heißt das nochmal? Dieser Strahler, Dingsbums? Nee, wie heißt das nochmal? Oh, wie heißt das nochmal? Ich komme da jetzt nicht drauf. Der Will Smith hat doch da ein extra Wort für. Okay, ich finde das hier tatsächlich schon schöner. So, setzen wir das mal hier hin. Jetzt brauchen wir aber natürlich... Ich finde, Stroh muss da drunter, oder? Ich finde, Kraniche brauchen Stroh drunter. Ich weiß nicht, warum. Hm, was machen wir denn da an Stroh runter? Das ist zu strukturiert. Ich möchte da sowas... Oh, warte. Wir können doch in der Natur tatsächlich Stroh drunter setzen, oder? Oder haben die was dagegen, wenn man jetzt zum Beispiel sowas hier hinsetzt? Haben die da was gegen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich denke nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, oder? Was steht hier? Rückzugsstatus nass. Wie Rückzugsstatus nass? Was soll das denn? Das ist doch hier vor Regen geschützt. Oder sehe ich das falsch? Das regnet doch nicht hier durch. Okay, muss ich da jetzt echt... Okay, pass auf, dann machen wir ein bisschen cheatenmäßig. Garten. Grasdachverkleidung. Nee. Nee. Gibt's das hier auch als Heu oder sowas? Kann man die umlackieren? Nee. Okay, da haben wir gar nichts. So, dann gucken wir mal hier, ob wir da was haben. Ich habe eine Frage. Die stehen doch eh im Wasser. Ist denen das nicht egal, wenn der Unterschlupf nass ist? Ist das nicht relativ egal? Die haben doch hier immer... Nee, ist Herbstlaub. Haben wir da auch Stroh für? Nee. Mohnblume? Nee. Preiselbeer. Nee. Nee. Bin ich nicht so ganz zufrieden mit. Aber gibt es hier nicht so strohmäßiges? Bisongras. Nee, ich glaube, da fühlen die sich nicht drauf wohl, ne? Bisongras. Ich tendiere jetzt tatsächlich zu dem Gehege hier. Pass auf, dann nehmen wir nur groß. So, was passiert jetzt? Rückzugsstatus nass. Okay. Und jetzt? Trocken. Okay, jetzt reizen wir das komplett mal aus. Trocken. Drehen wir mal. Nass. Trocken. Okay. Okay. So. Okay, jetzt gucken wir mal. Nass. Nass. Trocken. Okay. Step. Oh, Baby. Jawohl, trocken. Okay. Ich würde sagen, damit können wir leben. Oder was meint ihr, Storche? Lebensqualität. 34%. Durch Futter. Das Futter bringt uns gerade echt das Genick, ne? Das Futter... Okay, pass auf. Stabiler Rückzugsort, 47%. Jetzt bin ich gespannt, ob die anerkannt sind. Warte, drehen wir noch ein bisschen.
So, nächste ist hier. Vor allem, die gehen ja nie da rein. Es hat ja gerade geschüttet aus Eimern und die sind da nicht reingegangen. Verstehst du? Okay, der geht da rein, im Trocknen. Mhm. Muss man verstehen. Okay, da ist noch einer. So, dann kommt der auch nochmal weg. So. Wie sieht's jetzt aus? Jetzt bin ich gespannt. Rückzugsort? Stabiler Rückzugsort? Ist das sogar besser geworden? Wir waren doch gerade noch im gelben Bereich, ne? Und die essen jetzt endlich. Es gibt Futter für die Kraniche. Halleluja. Es gibt viel zu wenig Beschäftigung durch Futter für alle Tiere. Okay. Moment. Was haben wir denn an... Ah, guck mal hier. Pass auf. So, wie viel haben wir jetzt? 0%. 0%. Okay, dann machen wir noch einen. So, jetzt müssen wir aber mittlerweile schon ein bisschen mehr haben eigentlich. Hä? Ich hab doch jetzt schon... Warte mal, jetzt muss ich die anderen gucken. So, wie sieht bei euch aus? Es gibt viel zu wenig Beschäftigung durch Futter für alle... Ah, die haben das noch nicht benutzt. Deswegen. Aber stabiler Rückzugsort, sind wir schon im grünen Bereich. Sehr geil. Ich finde die echt besser. Die gefallen mir besser, weil die sind nicht so auffällig wie die anderen. Ne? Du siehst hier halt nur, ich sag mal, vier Hölzer, das könnte ja auch Bäume theoretisch sein, und halt ein Dach. Mehr siehst du ja hier eigentlich nicht. Ja, viel besser. Aber den würde ich noch ein bisschen drehen. So. Ja, viel, viel, viel besser. Gefällt mir wesentlich besser, wirklich. Okay. Einzige Problem ist halt, okay, die fühlen sich echt wohl hier, ne? Außer halt Lebensqualität durch Futter, ja, aber gut. Da müssen wir jetzt erstmal warten, bis sie das benutzt haben und dann werden die sich damit begnügen. So, wie machen wir das jetzt hier? Das Ding kommt erstmal weg. Dann kopieren wir uns den. Hier hin. Weil der hat halt so eine Schräglage, der wird hier hin perfekt hinpassen, ne? Ja, passt ja auch. So. Bei denen würde ich tatsächlich, ich sag mal, nur einen Unterschlupf bauen. Ich bin jetzt halt echt am Überlegen, welchen. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Ne, ich hatte ja erst hier eigentlich vor, aber das wäre halt zu klein. Viel, viel, viel zu klein. Weißt du was? Wir haben in dieser Folge haben wir schon was geschafft. Ne, wir haben neue Rückzugsorte gebaut. Die Kraniche sind soweit glücklich. 91% im Gehege. 73%. Siehst du, ist sogar besser geworden. Und Lebensqualität durch Futter, ja gut, die haben das halt noch nicht benutzt, wie gesagt. Aber das wird dann halt die Zeit hoffentlich bringen. Kräuterwitterungsmarkierung. Ja, das ist das ja. Beschäftigung durch Essen. Ja, ha. Oh, warte mal, wie sieht das denn bei denen aus? Stabiler Rückzugsort? Ja, ist noch nicht gegeben, aber der eine schläft da schon drin, ne? Ist klar. Pass auf, dann machen wir in der nächsten Folge 20%.
Machen wir in der nächsten Folge für die einen Unterschlupf. Ich habe da vielleicht eine Idee, wenn das so klappt, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Bin ich mal gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.